Assalamu alaikum, ich hoffe, es geht euch gut. Heute werden wir die Frage, was brauche ich, damit ich bei Azad studieren kann, beantworten. Und zwar braucht man nicht vieles. Also man braucht eigentlich nur seinen Pass und dann auch noch den Visum, den man entweder in Deutschland bekommt. Wenn man ihn in Deutschland bekommt, muss man zur Passstelle, zur Passbehörde gehen und das dann eben auf seinen Pass bekommen. Und das muss man dann eben vorzeigen. Diese beiden Sachen braucht man eigentlich. Und dann nachher eben fragt man öfters nach dem Formular, den man im Internet gemacht hat. Und das war's. Wenn man an der Universität studieren möchte, braucht man auch noch seine Geburtsurkunde. Die kann man dann hier einfach übersetzen für 5 bis 10 Euro. Es wäre gut, wenn man das bei einem Übersetzer übersetzt, der mit der Botschaft zu tun hat. Und das war's. Man braucht gar kein Abitur, man braucht gar nichts. Wenn man aber bei der Universität direkt studieren möchte, okay, da braucht man schon irgendwie ein Abitur. Und dann wären dann die Sachen anders. Also man müsste dann irgendwo anders sich anmelden, weil wenn man von null anfangen möchte, ist das ein Ort, wo man beantragt. Und wenn man an der Universität studieren möchte direkt, muss man bei der Universität das beantragen oder sich bewerben. Und somit hoffe ich, dass ich die Frage beantwortet habe. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann stellt sie. Und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.